6 Wochen nach dem ersten Treffen. Lucie lädt nach Bremen ein. Und das trotz des katastrophalen Ausflugs in den Freizeitpark. Ein besonderes Ereignis steht an, denn ihre Tochter Felicia wird 11 Jahre alt. Ich erinnere mich einmal, als ich klein Kind war und wirklich, kannst du das abschneiden bitte jetzt noch? Ja. Und haben das alle vergessen, mein Geburtstag, habe ich mir auf einer Texturpapier meine Torte gemalt und Kerzen gemalt und das war mein Geburtstag. Deswegen gibt sich Sebastian Felicia zuliebe Mühe, nicht gleich wieder aus der Reihe zu tanzen. Alles Gute zum Geburtstag. Danke. Alles Liebe. Das geht nicht. Bei mir geht das. Danke schön. Happy Birthday, Felicia. Danke schön. Noch ein paar letzte Handgriffe, dann kann die Party endlich losgehen. Wegen der Corona-bedingten Einschränkungen für Familienfeiern können heute leider Tabea und ihre 4 Kinder nicht dabei sein. Oh, danke schön. Andreas und Sebastian schenken Felicia einen teuren Markenrucksack für knapp 100 Euro. Und das, obwohl sich die Familien erst ein paar Wochen kennen. Das Geschenk für Felicia ist absolut klasse, obwohl ich selber sagen muss, ich finde das ein bisschen zu teuer. So teuer hätte es dann doch nicht sein müssen, aber sie hat sich halt darüber gefreut, ne? Von der Mama gibt's ein paar Sneaker. Von der Verwandtschaft Klamotten plus ein bisschen Cash. Eben alles, was zu einem Kindergeburtstag dazugehört. 1, 2, 3! Los! Ja. Mama, alle! Los! Alle! Yeah. Die alleinerziehende Hartz-IV-Empfängerin hat auch alle Torten selbst gemacht. Und die kommen sowohl beim kleinsten als auch beim größten Kind am Tisch gut an. Ja, sehr lecker. Ich auch. Und diese Torte beeindruckt mich total. Die ist richtig lecker. Von 1 bis 10 gebe ich 8,5. Wirklich, ohne Quatsch. Ne? Habe ich nie gedacht, dass man. Wie viel hast du ausgegeben für die Torte? Sag mal höchstens 15 Euro. Okay. Und schmeckt auch gut, ne? Ja, aber wie machst du das? Wie mach ich das? 15 Euro für eine Torte. Guck mal, du kaufst Sahne? Mhm. Nee, gar nicht. Da haben wir jetzt Kokosmilch, Frischkäse, Kokosraspeln. Dann haben wir noch weiße Schokolade. Also das ist eigentlich eine richtige Kalorienbombe, ne? Ja, mach das nicht. Wir essen das. Ja, hat Lucy total schön gemacht. Hat sie auch, glaube ich, ein Wahnsinnsgeld für ausgegeben. Ich hoffe, sie hat es nicht unseretwegen gemacht, sondern der Kinder wegen. Und ja, super viel Arbeit und ganz viel Mühe und ganz liebevoll. Echt schön, ne? Ja, die Torten waren lecker. Oh, super lecker. Wahnsinn. 15 Euro. Alter. Trotz schmalem Budget ist die Stimmung ausgelassen. Auch bei dem Hamburger Luxuspaar. Das Miteinander und der Zusammenhalt sind hier in Lucys Welt wichtiger als teurer Champagner oder ein fancy Buffet. Ich denke, bei reichen Leuten, die machen das, was sie wollen. Das heißt, sie müssen nicht aufs Geld gucken. Wenn die, was weiß ich, 20 Champagnerflaschen wollen, kaufen die sich die. So, bei uns, da wird dann vielleicht auch mal zusammengeschmissen. Oder da bringt jemand einen Salat mit. Oder man unterstützt den jemanden, zum Beispiel, was weiß ich, den Kuchen backen. Und ich denke, dafür sind auch Freunde da. Na, jetzt doch! Verkauf die Tasche! Verkauf sie! Und sogar der oft so großkotzige und Kindern gegenüber eher ungeduldige Sebastian hat richtig Spaß. Geil! Hermes! Sag doch Hermes! Wunderbar! Als ich da gesessen habe und habe ich die Leute angeguckt, habe ich tatsächlich nachgedacht, wir kennen noch nicht mal unsere Nachbarn. Als es mir noch nicht so gut ging, hatte ich irgendwie eine größere Gruppe Menschen um mich herum. Und es war ein größerer Zusammenhalt da. Jetzt, wo es einem besser geht und man dann auch mit Leuten zusammen ist, denen es besser geht, da vermisse ich so ein bisschen dieses sich untereinander unterstützen, weil jeder denkt immer, der andere hat genug.
man sieht, dass es eine sehr enge Gruppe von Menschen, die immer sich unterstützen, tun, machen. Das finde ich ja ganz toll. Das gefällt mir sehr. Ich bin positiv überrascht. Sebastian ist heute auch ganz super drauf. Freut mich, dass heute wirklich alles ganz gelassen, ohne Stress, ohne alles abgelaufen ist. Also, mein Geburtstag finde ich gut. Und ja, die Skala von 1 bis 10 ist sehr viel mehr. Soll ich die Zahl mal sagen? 1000. Der verpatzte Besuch im Freizeitpark scheint vergessen. Ein Geburtstag ohne schmollende Kinder auf beiden Seiten. Arm und reich wächst zusammen. Wer hätte das gedacht? Nach 8 Wochen neigt sich das Experiment 2 Familien, 2 Welten langsam dem Ende zu. Und fürs Finale hat sich das schillernde Paar aus Hamburg Großes vorgenommen. Sie wollen dem Jungs Kinderzimmer bei Familie Bauer in Bremen ein Upgrade verpassen. Wir haben die Kinder echt lieb gewonnen in der Zeit. Und uns taten wirklich die beiden Jungs leid in diesem dunklen Zimmer. Das war ja wirklich wie ein Keller. Das war für mich oder für uns kein Kinderzimmer. Absolut. Und wir machen es wirklich für die Kinder. Hey! Hi! Hi. Habt ihr uns schon gehört? Ja. Hi. Ach du liebe Güte. Ihr seid ja richtig voll. Was habt ihr denn vor, ey? So einiges. Wir haben geplant, ein Universum an diese Wand zu malen. Und dann wird Schwarzlicht montiert und dann kommt ein neuer Fußboden rein, der Rest wird weiß gestrichen. Wir haben Lampen gekauft, wir haben, ja, und Möbel kommen morgen. An ihren 2 freien Tagen dieser Woche wollen die Hinzes die komplette Renovierung und Einrichtung schaffen. Dann müssen sie zurück in ihren Friseursalon. Und obwohl sie noch Handwerker engagiert haben, dürfte das eine enge Kiste werden. Erst recht, wenn einer lieber arbeiten lässt, statt selbst mit anzupacken. Mein Mann arbeitet jetzt als mein Assistent, logischerweise, weil er macht den Vorarbeit. Er vorbereitet alles, dass ich dann reinkommen kann und mich austoben. Verstehst du? Mhm. Schließlich packt der Maestro doch noch mit an und unterstützt seine Assistenten beim neuen Laminatboden für 500 Euro sowie Lampen und Vorhängen im Wert von 300 Euro. Sebastian bezeichnet sich selbst im Salon als Farbengott. Da ist so ein kosmisches Wandbild für ihn doch eine leichte Übung. Ist das nicht so groß? Nein. Aber einen Tick höher würde ich die Sonne setzen. Nein, Sonne ist doch in einem Zentrum. Und die alle Planeten laufen drumherum. Gut, mach, du bist das, der Mächtige. Und wenn nicht, dann wir machen andere Dings. So, los. Genau, die Zeit rennt nämlich. Und während die Sonne draußen längst untergegangen ist, wird an der Sonne innen bis um 3:30 Uhr morgens gearbeitet. Der nächste Tag. Kurz vor 9 stehen die Männer wieder bei Lucy auf der Matte. Okay. Du siehst doch aber schön aus. Hast du schlecht geschlafen oder wie? Oh. Oder überhaupt gar keine? Auf jeden Fall. Hi. Alles gut? Ja, soweit. Ich bin auch dort, du. Glaub mir. In weiser Voraussicht hat Sebastian Spediteure bestellt, die die neuen Möbel fürs Kinderzimmer direkt aufbauen. Betten, Regale, Schrank und Schreibtisch. Dazu Deko, jede Menge Spielsachen und die Handwerkerleistung. Das neue Kinderzimmer für Lucys Söhne ist ein Geschenk von Andreas und Sebastian im Gesamtwert von rund 2000 Euro. Nach insgesamt 16 Stunden Arbeit ist das neue Zimmer für Lucys beide Söhne fertig. Links der Bereich für den 12-jährigen Jamal, rechts für den 7-jährigen Jermaine. 2 Tage haben die beiden nebenan bei Tabea gewohnt. Jetzt können sie endlich ihr neues Zimmer sehen. Ja, wie ich das sagen soll, ich bin halt richtig aufgeregt. Ich habe wirklich ein bisschen Herzklopfen, auch so ein bisschen mulmiges Gefühl im Bauch. Und freue mich jetzt, wenn Sie gleich reinkommen. Oh mein Gott.
Was sagt ihr? Bombe. Ha? Bombe. Freut ihr euch? Ja. Findest du es super? Ja. Was gefällt dir am besten? Die Wand. Und der Boden und das Bett. Jamal, ich will dir ja was noch zeigen. Ist das geil oder nicht? Ja, ist geil. Keine Ahnung, wie ich nicht krass fühle. Ich bin geschockt. Positiv? Ja, positiv geschockt. Warum weinst du? Du, weil mich das einfach emotional total ergreift. Ich bin nun mal emotional in dem Punkt. Sehr sogar. Also ich finde das Zimmer jetzt total super. Ich freue mich für die Jungs auf jeden Fall, dass es denen auch gefällt. Und ja, Andreas und Sebastian haben sich mega viel Arbeit gemacht und auch total viel Mühe gegeben, das Ganze umzusetzen. Und ja, das ist schon der Wahnsinn, wirklich. Ich möchte mich auf jeden Fall, Andreas, nochmal bei euch beiden ganz, ganz herzlich bedanken. Das ist ein, wirklich, das ist ein Riesengeschenk. Sebastian hat sich teilweise meistens von seiner nervigen Seite gezeigt, anstrengend. Und jetzt die letzten Male, wo wir uns getroffen haben, es ist entspannt, es ist, ja, einfach, es ist total schön geworden. Das Experiment selber war anfangs wirklich, dass ich gesagt habe, oh, ich habe keinen Bock mehr, wirklich. Es gab diese Situation, aber so zum Schluss hin oder mittig so, da habe ich euch echt super lieb gewonnen, muss ich wirklich sagen. Ich finde, mir hat es schon etwas gebracht, um jetzt einfach auch mal aus anderer Sicht zu sehen oder zu hören, wie ihr das eigentlich findet, wenn man so viele Kinder hat, was euch stört oder was ihr gesehen habt, was meine Fehler sind zum Beispiel, dass ihr mir das so gesagt habt. Daran kann man natürlich nur was ändern. Ich sage euch, ich habe euch am Anfang absolut gehasst. Ich habe wirklich alles, fand ich alles scheiße. Und dann habe ich gedacht, Alter, ich mag diese Kinder aber. Und wie du mit uns als Mensch umgegangen bist, das fand ich ja auch ganz toll. Für dich war ja überhaupt dieses zwei Familien, zwei Welten, gab damals nicht. Wir waren eine Familie. Und das fand ich wirklich super schön und super geil. Arm und reich. Zwei Familien, zwei Welten. Trotz anderer Lebensauffassung haben sich beide Welten angenähert. Klar, es wurde viel diskutiert und sogar lautstark gestritten. Am Ende haben sich jedoch alle auch auf die andere Seite eingelassen und zusammen Spaß gehabt.